Glück auf und seid willkommen. Wir spielen wieder LS19 auf dem PC und heute sind wir in Gamsberg. Ja, ich war jetzt gerade noch mal bei mir in der Küche, hab mir mal noch schnell ein Brot geschmiert. Zum Abendbrot essen wird heute wenig Zeit sein. Also im einfachen Grunde, es ist noch viel, viel Arbeit, bevor es dunkel wird. Zum einen habe ich den Franz losgeschickt, hat einen Anruf von einem Kollegen gekriegt, oben in den Bergen, das Feld 1. Der hat gesagt, dort ist Unkraut ohne Ende. Und ob ich ihm da helfen kann. Habe ich gesagt, klar, schicke ich meinen Mitarbeiter hoch, der wird ja das mit der Spritze bekämpfen. Ja, da ist er am Arbeiten. Ich habe jetzt gerade mal noch hier so die Technik reingeholt. Hatten ja auf Feld 13 Gärreste drauf gemacht. Und ja, abends kann man das Zeug schon mal ein bisschen waschen. Und ordentlich verräumen. Aber der Traktor geht dann gleich wieder raus. Auf Feld 13 müssen wir natürlich auch wieder was ansehen. Ja, da müssen wir wieder was ansehen und das werden wir jetzt hier mit dem 8R machen. Des Weiteren habe ich auch noch zwei Felder, wo sich auch das Unkraut tümmelt. Eins werden wir mit dem Striegel machen, das ist noch recht klein. Und das andere ist das Feld 16, das neu gekaufte. Dort ist es schon etwas Ärger, da müssen wir dann mit der Spritze ran. Da habe ich dem Franz schon Bescheid gesagt, wenn er dann oben fertig ist mit dem Auftrag, kann er gleich da unten weitermachen, auch wenn es spät wird, wenn es dunkel wird. Halt, das war der falsche. Ja, da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden heute. Dann haben wir auch auf dem Hof noch jede Menge Arbeit. Ich will die BGA wieder befüllen, die ist leer gelaufen und da habe ich mir überlegt, werde ich Gülle reinschmeißen. Ich habe bei den Schweinen und bei den Kühen jede Menge Gülle. Die geht dann in die BGA rein. So, jetzt machen wir hier erstmal die Porsche Pronto DC9 fertig. Wie sieht's denn da aus? Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Saatgut. Und auf das Feld 13. Oh, Lohndienstleistung abgeschlossen. Der Franz ist fertig. Das ist schön. Müssten wir vielleicht mal kurz da hochspringen. Ja. Und werden den anhalten. Wenn wir dann hinten beim Sägewerk mal runterfahren. Das ist zwar eine teuflische Strecke, aber naja, was soll's. Aber das machen wir als nächstes. Als erstes muss man jetzt die Drille und der Striegel an den Start. Und natürlich Rechnung schreiben, ganz wichtig. So, das gibt uns 30.400 Euro. Das ist natürlich mal ein schöner Batzen Geld, den ich gut gebrauchen kann. So. Okay. Hier sind wir startklar. Habe ich gedacht, auf die 13 machen wir auch noch Sojabohnen drauf. Damit Kohle wird. Denn ich habe jetzt in den nächsten Tagen hier einige Investitionen vor. Also ich brauche ordentlich Geld. So. Den nehmen wir jetzt gleich mit.
Gut. Sieht's aus, von oben ist frei, von unten ist auch frei. Attacke, sage ich mal nur. Der 13 habe ich vorhin gesehen, ist auch schon Unkraut, aber das werden wir jetzt beim Säen mit runtergrubbern. Haben wir ja eine Direktsämaschine. Und ja, die arbeitet mir das Unkraut erstmal mit ein. So, aufpassen, dass ich nicht alle Begrenzungspfähle hier am Straßenrand wegfahre. So, jetzt müssen wir mal kurz hier den. Helfer ein bisschen an den Straßenrand stellen. Da werden wir mal wie immer hier unten eine Bahn querfahren. Dann hat es der Lehrling etwas leichter mit dem Wenden. Sojabohnen sind eingestellt. Vollgas! Da hoffe ich mal, dass da nicht gleich wieder das Unkraut hinterherkommt. Meistens ist es ja schneller wie die Saat. Ja, und da wird es heute Abend doch, denke ich, was länger gehen hier. Nützt ja nichts. Einmal zurück und dann darf der Lehrling hier übernehmen. Hat zwar natürlich ziemlich die Nase voll gehabt, wollte sich heute Abend mit seiner Freundin treffen und wollten da noch baden gehen, weil es ist doch so schön warm. Ich sag ja, schön. Hätte gern auch noch viele andere schöne Sachen gemacht, außer auf dem Acker zu stehen, aber nützt nichts. Naja, letztendlich hat er es eingesehen und zähneknirschend die Arbeitsstiefel wieder angezogen. Hab gesagt, es soll auch nicht ein Schaden sein. Werd ihm da sicherlich mal vielleicht eine kleine Prämie oder so zukommen lassen. Mal gucken, wie wir das machen. So. Das läuft. Drehen wir noch schnell rum, bevor der Fahrmischer kommt. Und jetzt geht's raus zum Unkraut bekämpfen.
So, schon sind wir da. Der Mais, der sieht aber auch schon recht gut aus. Ich hoffe ja mal, dass ich das jetzt hier mit dem Striegel noch gebacken kriege. Sollte aber. Doch, das sieht gut aus. Gut. Dann holen wir uns jetzt mal die Spritze hier runter. Ja, weiter vor. Nun, jetzt. Und das ist schon ein Monsteracker, oder? Meine Herren. Steht er denn jetzt? Wir müssen darüber, also rechts rum. Erstmal orientieren. Das Feld ist so groß. Ja, wir werden jetzt den doch recht gefährlichen Weg übers Sägewerk hinten runternehmen. Müssen wir auf jeden Fall recht langsam fahren, dass wir hier die Kiste umschmeißen. Dann habe ich natürlich richtig einen Hauptgewinn. Hier geht's ja alles noch. Aber eine wunderschöne Gegend hier oben. Könnte ich mir noch ein schönes Wochenendhaus vorstellen. Was man denn hier drüber überhaupt? Bin noch nie mit der Spritze hier runtergefahren. Na doch. Na, der letzte Winter hatte hier auch seine Spuren hinterlassen. Da liegen Bäume umgestürzt. Tja. Oh, Erfolg freigeschaltet. 100 Hektar gesät. Naja gut, bin ja auch schon ein paar Tage auf der Karte hier. Hab ich es nicht gerade noch gesagt? Langsam fahren. Sollte ich vielleicht doch mal einen Sicherheitsgurt anlegen, mich nicht aus dem Trecker schmeißt hier. Also hier hinten braucht man mit keinem Anhänger oder sowas hochfahren. Da ist alles zu spät, denke ich. Aber ist halt der kürzeste Weg zum Feld 16. Aber nicht der sicherste. Was mich immer wieder wundert, wie die Forstleute dann hier so hoch und runter fahren mit ihren vollbeladenen Anhängern. Richtige Schlammlöcher hier. Wahnsinn. Heilfroh, wenn ich unten angekommen bin. Oh. Aber ich kann das Sägewerk schon sehen, also denk mal, das Schlimmste haben wir hinter uns. Hoffe ich zumindest. Vielleicht schon mal ein bisschen Licht anmachen, dann sieht man auch die Schlammkuhlen etwas eher.
hoffe mal, dass wir mit der Herbizid noch hinkommen für das Feld 16. Na gut, zur Not kann ich beim Händler was kaufen. Wenn er denn dann noch geöffnet hat. Der gute Mann. Ui, 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 ui. So, also, wir haben es geschafft, wir leben noch. Dann wäre noch bei den Schafen draußen, muss ich füttern. Möchte ich auch erzählen, habe ich zwischen den Feiertagen, komm jetzt, natürlich auch mal eine Stunde, zwei gespielt. Hatte ja in der letzten Folge das ganze Gras noch ins Silo zu fahren, das habe ich auch gemacht. Und ich habe noch ein paar Schafe gekauft. Die haben natürlich Hunger. Wasser brauchen sie, glaube ich, auch. So. Ich motivieren. Wenn das mit der Hupe schon reicht. Weiß es nicht. So, hier sieht es ja auch schon recht ordentlich aus auf dem Feld. Bald die Erntezeit. Also hier ist nichts mehr mit Striegeln. Hier hilft nur noch die chemische Keule. Auch erstmal ein bisschen Platz zum Wenden schaffen. Halt, noch ein bisschen raus. Wir haben nichts zu verschenken hier. Jedes Helmchen Unkraut soll weg. Hier haben wir ja Hafer angepflanzt. Da habe ich dann von allen wieder was im Silo. Und die Sojabohnen auf der 13, das hat wirklich auch den Hintergrund Geld. Für Sojabohnen gibt es halt ordentlich Geld. Und oh, da müssen wir halt das anpflanzen. Was der Markt verlangt, wo es gute Preise gibt. So. Jetzt. Ach so, ja. Noch weiter vor. So, jetzt macht er das, was er soll. Gut. Jetzt switchen wir einfach hier mal durch. Und sind auch schon an der richtigen Stelle angekommen. Allerdings mal hier noch was starten. Die Anlage habe ich wieder komplett aufgefüllt. Boah. Es läuft. Hier gibt es jetzt auch ein neues Digital-Display. Und zwar zeigt mir das die Füllstände hier in dem Silo an. Mischration, Silage. Ich habe ein paar Anhänger Silage hier in das Silo reingefahren, um das andere dann voll zu kriegen. So. Hier müssen wir mal uns noch ein bisschen vernünftig hinstellen. Können wir auch was einladen. Denke ich. Oh, gehe ich denn jetzt drauf? Oh, Mann.
denn hier am Weg? Das Förderband, wo ich dran hänge. So. Und das ist zu hoch, der Anhänger. Oder wie, oder was? Mach mich doch nicht verrückt hier. So. Oder ich kann keine Mischration mit dem fahren. Das wird's sein. Na toll. Na toll, na toll. Oh, jetzt so ein guter Plan. Ich dachte, nimmst gleich noch einen Anhänger Mischration mit zurück. Naja, schief gegangen. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt hier mit dem Füttern der Schafe mehr Glück habe. Wow, 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 wow. Mann. Wie ist die? Der Arm ein bisschen schnell eingestellt. Das muss ich mal ein bisschen runterdrehen. Ach, dann bleibst du halt. Pfeif drauf. Fahren wir nochmal. Gibt's erstmal für die Schäfchen was zu futtern. Gucken, wie viel sie noch brauchen. Na, lass jetzt los. Jetzt gucken wir mal ins Menü kurz. Halt, Schafe sind hier. Oh, da geht schon noch was. Da geht schon noch was rein. Machen wir mal noch einen Versuch mit zwei Ballen. Na bitte, geht doch. Jetzt. Ja, ich denke, so können wir es lassen. So, jetzt brauchen sie auf jeden Fall noch Wasser. Ich hoffe natürlich, dass jetzt in dem Anhänger auch was drin ist. Blumen stapeln sich hier, aber das sind auch die Preise. Es ist alles zurzeit im Keller. Also ich hoffe ja, wenn ich morgen früh aufstehe und dann mal in die Preislisten schaue, dass es dann etwas besser aussieht. So, der ist mal voll. Sehr schön. Wenigstens was. Gut. Also, während die Schafe versorgt, Striegel läuft, Spritze läuft. Andrillen läuft. Läuft eigentlich alles. Boah, wie viel brauchen die Wasser? Nee, sieht gut aus. So, da werden wir auf jeden Fall den Anhänger wieder auffüllen gleich.
Mann, da ärgere ich mich, dass ich jetzt keine Mischration mitnehmen kann, aber das hätte ich eigentlich wissen müssen. Mein Gott, wir haben erst seit gestern LS, oder? So, das mit der Pumpe läuft. Silo, muss ich sagen, das Schmale, bin sehr, sehr begeistert. Es ist seit langem mal wieder ein Silo, wo nichts durch die Mauern backt. So, und hier habe ich mir überlegt, da geht noch ein Schnitt von der Wiese rein. Hier haben wir auch noch was übrig, also läuft. Gut. Wollen nicht so viel quatschen, wollen arbeiten. Bei meinen Mädels unten war ich vorhin auch, hab denen neue Kisten hingestellt für die Weinlese, das läuft auch. So, nehmen wir Silage mit. Macht das Sinn? Es macht eigentlich Sinn. Weil Leerfahrten müssen nicht sein. Kann ich zur Not jetzt erstmal liegen lassen. Oder im Anhänger lassen, sagen wir es mal so. Und wenn die Gülle dann durch ist in der BGA, das wird über die Nacht gehen. Oder ich hoffe, dass es überhaupt über die Nacht geht, weil Gülle ist irgendwie schneller durch wie alles andere. Wer ist denn jetzt hier fertig von den Kollegen? Der noch nicht, aber der. Was hat denn der da unten gemacht? Och, mein Gott, nochmal. Funktioniert ja nicht. Jetzt nochmal ran hier. Tja. Das ist ein unerfahrener Kollege hier, den habe ich so pauschal eingestellt. Naja. Muss halt noch ein bisschen üben. Ich hoffe ja dann auch, dass ich von einem Kollegen oben in den Bergen, bei den sieben Zwergen, noch einen Nachfolgeauftrag kriege. Hat er mir eventuell was angedeutet, wenn er es mit dem Düngen nicht schafft, dass ich da noch ihm helfen kann. Machen wir alles, ja. Da wird dann natürlich auch nochmal eine schöne Stange Geld einkommen. Ja, was will ich mit dem Geld machen? Ich habe ja vorhin gesagt, ein paar Investitionen. Ich will auf jeden Fall noch in Technik investieren. War Zubringetechnik für die Gülle. Für den Milchtransport soll noch was anderes angeschafft werden. Ja, und so weiter und so fort. Ja, will ich jetzt mal noch nicht verraten. Und das kostet alles ein Schweinegeld, auf Deutsch gesagt. Ja, gut. Also, das ist jetzt erledigt. Der macht auch seine Sache ganz ordentlich da unten. Also, könnten wir uns jetzt mal
springen wir halt ins Förderband. Egal. Könnten wir uns jetzt mal auf den Rückweg machen. Also, Schafe sind versorgt, Hühner sind versorgt. Alles gut. Oh, jetzt brauchen wir nur noch gute Preise. Aber vielleicht morgen früh geht irgendwas. Ja, und bei mir geht's jetzt auf dem Hof unten weiter. Ich muss auf jeden Fall noch Schweine und Kühe sauber machen. Schweine brauchen Stroh, brauchen Wasser. Brauchen auch Futter. Oh, Mann! Hat doch Platz. Ich hasse KI-Verkehr. Gib's ehrlich zu. So schön wie er aussieht. Und ich muss auch sagen, ich fahre halt gerne in so einer Perspektive, sodass man ein bisschen was von der Technik sieht. Aber dann verschätzt man sich. Wie jetzt eben gerade. Machen wir lieber mal ein bisschen in der Mitte, nicht, dass wir noch am Brückengeländer hängen bleiben. Das wäre dann die nächste Panne. Mann, ey. Fahren wir halt lieber die Begrenzungspfähle alle weg und nicht an Autos hängen bleiben. So, das läuft auch noch. Hey! Boah. Ein armes, schwaches Herz. Die wollen mich irgendwie alle fertig machen, habe ich den Eindruck. So, also wie gesagt, die Silage würde ich jetzt mal als Reserve noch hier lassen. Der Plan ist eigentlich Gülle. So, hier ist Ruhe. Wie sieht's denn hier aus? Da haben wir ein bisschen was. Boah, Gras ist noch gut Drittel gefüllt. Ja, wir machen das jetzt mit der Gülle. Hier schon was vorbereitet. 69,30 und da fahre ich das gleich mit dem großen Annaburger Fass. Kriegen wir ein bisschen mehr weg. So. Wir haben 32.000 Liter. So, jetzt ist der nächste Helfer fertig. Könnte theoretisch die Sämaschine gewesen. Genau. Und da oben der Helfer ist auch fertig auf der 8, also sieht gut aus. So, habe ich zwei Felder mit Soja. Das sollte natürlich dann, wenn ich einen besten Verkaufszeitpunkt natürlich erwische, ordentlich was rumkommen. Dann könnte ich meine Träume hier verwirklichen. Finde, habt da sehr coole Mods gefunden. Also mir gefallen sie. Ich hoffe euch dann auch, wenn es soweit ist. Und dann will ich ja noch, hatte ich das in der letzten Folge schon angesprochen? Ich glaube ja.
es bedarf hier in Gamsberg an gewaschenen Kartoffeln. Für die Hotels und so. Und da möchte ich mit einsteigen. Da muss ich mir natürlich auch noch Technik zulegen. Aber das wäre vielleicht mal noch eine Marktklicke. Na, mach mal denn hier. Da. Schmeißen wir mal hier Gülle rein. Geht denn überhaupt da rein an Gülle? 40.000 auch. Da habe ich denn hier kein Menü. Zeigt es mir natürlich hier nicht an. Aber ich glaube, 40.000 Liter gehen rein. Okay. Also, ich werde jetzt mal noch bei den Kühen die Gülle abpumpen und werde die versuchen auch noch hier unterzukriegen. Und ja, was ich noch zu tun habe, habe ich ja schon erwähnt. Also es geht noch eine Weile. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr gerne auch wieder am Donnerstag mit reinschauen. Und ich freue mich. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.